Okay. Alles klar, dann machen wir noch einen in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Okay, machen wir noch einen. Also PB sollte heute drin sein. Kommt auch gleich noch was. Oh, noch eine Spende von SM. Danke, das freut mich. So, dann machen wir weiter in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu der Master Tom Session. Heute bei Jan, bei mir zu Hause. Ali, was machen wir hier? Wir spielen Versus. Das freut mich, danke. Und Alex, was machen wir bei dir? Wir spielen Distance. Distance. Jetzt bringen wir ein bisschen Distance zwischen uns auf dem Weg in den Talk-Bereich. Ui. So, denn hier machen wir was, Olli? Wir reden über? Streetfront. Cool. Hallo und hallo. Hier sind wir bei unserem ersten Take der neuen Remastered Home Session. Heute geht's etwas anders zu als die letzten Male, Olli. Du hast es auch schon gemerkt. Ist ein bisschen schneller heute, ne? Ja, ich hoffe, das überfordert dich nicht. Doch, also, nee. Ich hoffe auch, es überfordert unsere Zuschauer zu Hause nicht allzu sehr. Die müssen sich nämlich damit anfreunden, dass wir uns heute mit Speedruns beschäftigen. Und interessantes Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall interessantes Thema. Und wie interessant das ist, das seht ihr jetzt in unserem ersten und bislang einzigen Beitrag. An MRRL time. Me and Mark Rutsu. Me and fucking Mark Rutsu. That's fucking right. I skipped 113. I'm a fucking legend. I've never seen a 113 and I never fucking will. 112, baby, to the day I fucking die. Yes! About time I get a fucking lucky break in this fucking game, motherfuckers, and I clutch the goddamn grenade launcher. That's fucking right! Der Spieler, der in diesem Video gerade von Höhepunkt zu Höhepunkt eilt, heißt Ryan Lockwood. Das Spiel Golden Eye, das Level Streets. Die Zeit 1 Minute und 12 Sekunden. Ja, ihr habt richtig gehört, Ryan Lockwood ist... weil er ein einzelnes Level aus einem 20 Jahre alten Spiel in 1 Minute und 12 Sekunden durchgespielt hat. Willkommen in der Speedrun-Szene. Bei Speedruns geht es darum, ein ganzes Videospiel oder ein Teil eines Spiels so schnell wie möglich durchzuspielen. Grundsätzlich werden Speedruns in Single-Segment-Runs und Segment-Runs unterteilt. Bei Single-Segments wird das Spiel in einer Sitzung am Stück durchgespielt, auch wenn es Stunden dauert. Jeder Fehler kann hier das Ende eines guten Laufs bedeuten. Bei Segment Runs hingegen werden Teile des Spiels einzeln absolviert und können so oft wie möglich wiederholt werden. Es gibt viele Spiele, in denen sich viele verschiedene Speedrun-Kategorien etabliert haben. Bei Super Mario 64 gibt es zum Beispiel den 120 Sterne, den 70 Sterne oder den Zero Sterne Lauf, bei denen das Spiel mit einer unterschiedlichen Anzahl an gesammelten Sternen beendet werden muss. Für die Zuschauer sind Speedruns ganz normale Unterhaltung. So wie andere am Wochenende Bundesliga schauen, um besonders talentierte Fußballer zu sehen, so verfolgt man hier eben Menschen, die Videospiele besonders gut können. Es ist auch kein Zufall, dass im Gegensatz zum E-Sports gerade die wirklich alten Spiele mit Abstand am beliebtesten sind. Hier vermischen sich nostalgische Kindheitserinnerungen und der seit Jahren wachsende Retro-Hype. Die Speedrun-Szene erlebt in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Durch den riesigen Erfolg von Twitch und die mittlerweile fast kinderleichte Möglichkeit zum Livestream sind nicht nur Zuschauerzahlen in die Höhe geschossen, sondern auch Weltrekorde gepurzelt. Denn neue Techniken und Lösungswege lassen sich viel leichter verbreiten und teilen. Die meisten Spiele können zum Beispiel nur unter Einsatz von Glitches schnell durchgespielt werden. Glitches sind Fehler im System, die aber im Gegensatz zu schwerwiegenden Bugs nur temporäre oder punktuelle Folgen haben und durch intensives Training vom Spieler gezielt ausgenutzt werden können. So ist es dann zum Beispiel möglich, bei Mario 64 Türen zu durchqueren, ohne sie geöffnet zu haben. Gerade in Mario 64 wird permanent nach neuen Glitches gesucht. Der Videomacher Pannenkoek 2012 konnte als Mario 64 Analyst sogar einen großen YouTube-Kanal aufbauen und analysiert den Aufbau des Spiels bis ins allerkleinste Detail. Das ist eine der schönsten Tatsachen am Speedrun. Ein heute schier unerreichbarer Weltrekord kann mit nur einem neu entdeckten Trick schon morgen Realität sein. Die Speedrun-Szene ist verrückt, zweifellos. Wer an die Spitze möchte, braucht viel Zeit, viel Talent, viel Leidenschaft und hin und wieder auch ein bisschen Glück. So wie Ryan Lockwood, der als guter, aber nicht überragender GoldenEye Speedrunner seine einmalige Chance nutzte. Und jetzt ist er... a fucking legend! Besser geht's nicht, oder? Wow, das war aber ein Video. Ne? Viel gelernt. Viel gelernt, ja. Viel gelernt, ja. Wir wissen jetzt also, was Speedruns sind, Olli. Und du sitzt jetzt hier bei mir, weil du einer der wenigen Menschen bei uns im Bennohaus in der Redaktion bist, die... auch schon irgendwie vor der Sendung hier was mit Speedruns zu tun hatten. Wie bist du denn auf den Geschmack gekommen? Also ich glaube, das erste Mal Speedruns habe ich auch wirklich durch AGDQ, also Awesome Games Done Quick. Also ich war auf Twitch und habe dann, die machen ja auch viel Werbung dafür und so,
Ja, und da bin ich das erstmal drauf gekommen, fand das ganz interessant, hab mir das angeguckt. Und dann bin ich halt später, hab mir dann so ein paar YouTube-Kanäle rausgesucht, hab da weitergeguckt, hab auch selber mal geguckt, ob ich ein Spiel mal ausprobiere, was ich speedrunnen will, aber ja. Genau. So. Also, reden wir vielleicht gleich noch drüber, ob du da schon erfolgreich warst. Also, wenn es um möglichst viele Niederlagen in kurzer Zeit in Rocket League ansammeln geht, bist du auf jeden Fall Nummer 1. Du hast gerade schon was von Twitch und so geredet. Das haben wir jetzt hier auch mal geöffnet. Was hat denn Twitch damit zu tun? Also, warum ist Twitch so besonders wichtig für das Aufkommen der Speedrun-Szene auch gewesen und ist es immer noch? Also Twitch ist halt einfach wirklich eine Plattform wieder, wo halt wirklich jeder Mensch, der Interesse hat, was zeigen kann, was er will. Und da finden sich natürlich die Community schnell zusammen. Mhm. Also wenn man auf Twitch geht und geht mal durch, okay, League of Legends ist uninteressant, jetzt Pupke zum Beispiel ist auch interessant, ein bisschen weiter runter scrollt, findet man dann halt Speedrunning. Sind meistens immer nur so 2.000, 3.000, manchmal ein paar mehr, aber nicht so die Masse von Zuschauern, aber sind halt dann Speedrunner haben ihre eigenen Spiele, also die meisten machen eher so alte Mario oder sowas. Da gibt es viele Zuschauer oder auch neuere Spiele natürlich. Ja, ja. Wir sehen es auch hier gerade so als Beispiel, die ganzen Zelda-Titel. Ne? Im Prinzip ist das eins der Spiele, das am meisten gespeedrunnt wird oder Speedrun, sagen sie dann, glaube ich, im Englischen. Ja, du hast auch gerade noch YouTube und sowas angesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Du hast uns ja was mitgebracht, wo man sich auch über Speedruns informieren kann. Also wir haben natürlich die Wikipedia-Seite von Games Done Quick, was eine Veranstaltung ist, die einmal im Jahr Awesome Games Done Quick hat, die veranstaltet, und die ist im Januar. Vom 7. bis zum 14. war das, glaube ich, dieses Jahr, das steht aber auch. Genau, 7. bis 14. Januar. Mhm. Yes. Nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr, genau. Dieses Jahr war es dann vom 8. bis 15. Ja. Also im Januar eine Veranstaltung, die Awareness machen für zum Beispiel Krebsforschung und sowas und suchen halt, sammeln Spenden dafür. Und da gibt es halt Speedruns. Ja. Genau. Und wir sehen ja auch, wenn wir auf die Seite gucken, dass im letzten Jahr auch wieder über, oder auch in diesem Jahr, über $1 Million eingebracht wurden. Ja, dieses Jahr sogar zum ersten Mal über 2 Millionen. Genau. Und das ist echt schon eine ganze Menge. Dafür, dass sich da ein paar Jungs treffen und auch ein paar Mädels und einfach nur ganz viele Spiele ganz schnell durchspielen. Ich finde das auch echt cool. Also die haben ja auch Verbindungen zu anderen Sachen. Also zum Beispiel The Yeti oder so ist so eine Marke, die verkauft dann T-Shirts auch zu wohltätigen Zwecken. Und es gibt auch deutsche Restreamer zum Beispiel, die das dann auf Deutsch nochmal kommentieren und das auf Deutsch erklären. Genau. Also da hat sich in den letzten Jahren echt was gebildet. Und was sich da so genau gebildet hat, das schauen wir uns dann im nächsten Take nachher an. Da werden wir uns nämlich nochmal unsere persönlichen Highlights der letzten Jahre zu Gemüte führen. Aber bis dahin, bleibt am Ball. Wir machen jetzt gleich weiter mit uns allen. Wir machen jetzt jeden Moment unseren ersten persönlichen Speedrun. Zum ersten Mal im deutschen Enervision-Fernsehen. Speedrun live. Daumen drücken. Hallo und herzlich willkommen hier in der Losers Lounge bei der Remastered Home Session. Heute sitze ich hier mit Alex und mit Olli. Ihr erinnert euch dran, wir haben vor wenigen Sekunden noch drüben in der Küche gesessen. Heute werden wir im Versus, wo wir uns jetzt gerade befinden, natürlich etwas Speedrun. Das bedeutet, dass wir gegeneinander antreten und unsere beiden Team-Captains, das sind zufällig Alex und Olli, die treten gegeneinander an. Und in welchem Spiel, das könnt ihr im Hintergrund jetzt schon hören, die Zuschauer rasten aus. Ich glaube, das ist das Motorgeräusch vom Bike. Ich glaube, es sind Zuschauer. Aber ist ja egal, das ist Excitebike für den NES, eins der besten NES-Spiele aller Zeiten. Gut, gab jetzt auch nicht so viele, aber ich finde es immer noch sehr gut. Und ihr als Teamkapitäne, ihr dürft jetzt einen Mitstreiter aus dem Technikteam bestimmen. Das sind heute Johannes und Jakob. Hallo. Und ihr dürft entscheiden, wer an eurer Seite mitkämpfen darf. Jetzt ist die Frage, wer darf sich das aussuchen? Olli, ich glaube, du hast einfach weniger Erfahrung. Du bist jünger als Alex, deswegen darfst du dir jetzt als erstes ein Teammitglied aussuchen. Oh, fällt deine Wahl... Dann kann ich mich gar nicht mehr aussuchen. Ja, stimmt. Fällt deine Wahl auf Johannes oder auf Jakob? Ich guck mal eben. Warte. Oh, Junge. Ich glaube, ich nehme Johannes. Johannes, unser Main-Kameramann, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt die Freude in seinem Gesicht, ich kann sie gar nicht ausreichen. Vielleicht spiegelt sich das mal in der Brille. Alex, du willst Jakob, oder? Ich nehme auch Johannes. Okay.
Wow. Okay, also, dann haben wir jetzt also Team Olli mit Johannes und Team Alex mit Jakob. Und jetzt erkläre ich kurz die Regeln. Wir werden heute 3 Tags machen. Wir werden 3 verschiedene Spiele spielen. Das erste Spiel ist 1 Punkt wert, das zweite Spiel ist 2 Punkte wert, das dritte Spiel ist 3 Punkte wert. Das heißt also, wer das erste Spiel jetzt hier gewinnt, der macht schon mal 1 Punkt gut. Und das ist nicht viel, aber man sollte schon gewinnen. Und jetzt kommt der Clou. Ihr könnt euch aussuchen, wer von euren Teammitgliedern jetzt spielt. Also entweder spielst du jetzt oder spielt Jakob oder aber du spielst oder spielt Johannes. Also ihr dürft jetzt aussuchen, wer als erstes dieses Spiel spielen darf. Das nächste Spiel muss dann der andere spielen. Ach so, ich wollte gerade fragen, ob dreimal Jakob spielen darf. Nein, nein. Okay, dann erst nach zweimal schon entschieden. Dann spielt jetzt Jakob. Jakob spielt das erste Spiel, Excitebike, gegen? Also aus taktischer Maßnahme muss ich ja sagen, das erste Spiel ist ja nicht so wichtig, deswegen lasse ich Johannes ran. Das ist sehr motivierend und aufbauend. Ja, dann müssen jetzt die Kameraleute... Ja. So, ist meine Taktik. Okay, alles klar. Also, wir wechseln kurz die Positionen und dann geht's gleich hier los. Auf geht's. Ja. So, das ging aber schnell. Jetzt sitzen hier Johannes und Jakob und Excitebike, um es kurz zu erklären. Wir werden Selection A spielen. Das sehen wir jetzt schon mal Jakob auf dem Bildschirm. Yeah. Selection A bedeutet, dass wir ohne Gegner spielen. Das heißt, jeder fährt die Strecke für sich und da spielen wir dann Track 1. Track 1, da kann man den dritten Platz erreichen, indem man innerhalb einer Minute 24 Sekunden ins Ziel kommt. Das ist locker zu schaffen. Ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert. Ihr gebt Gas mit A und mit B könnt ihr den Turbo einsetzen. Wenn ihr den Turbo einsetzt, dann fängt aber die Temperaturleiste an zu steigen und sobald sie ein kritisches Maß erreicht, könnt ihr überhitzt euer Motor und ihr müsst kurz pausieren. Okay. Wenn ihr stürzt, müsst ihr wieder aufstehen, also müsst ihr mit dem Pfeiltasten versuchen, euer Bike möglichst Plan zu halten, ja? Das D-Pad nur sonst. Das D-Pad, genau. Was anderes habe ich jetzt nicht konfiguriert. So, jetzt, Jakob, du kannst mal auf Start auch drücken, dass du auch ins Startmenü kommst. Genau, jetzt sind wir bei Track 1. Ihr müsst jetzt bei dem gleichen Moment auf Start drücken, damit wir diesen Moment haben, ja? Also, ich sage jetzt 3, 2, 1 und dann drückt ihr auf Start, okay? 3. Leute, okay, das dürfen wir jetzt nicht versauen, es gibt nur eine Chance. 3, 2, 1, Start. Oh, perfekt. So, und das Rennen geht jetzt gleich los. Und mal gucken, wer jetzt hier besser abschneidet. Im Moment sind beide gleich auf, weil sie beide einfach gleichzeitig auf A gedrückt haben. Denkt dran, mit B kann man den Turbo einsetzen. Das macht man übrigens am besten kurz, bevor die Hügel da kommen. Und wenn ihr es nach dem Hügel schafft, auf beiden Reifen zu landen, ihr könnt in Luft das Motorrad steuern, dann kommt man besser an. Ja, man kann es ein bisschen dann gedrückt halten, kurz davor, genau. Und dann fliegt man echt hoch. Jetzt ist Jakob gestürzt, jetzt kommt er automatisch zurück. Johannes kann es jetzt natürlich ganz cool spielen. Also, um es nochmal kurz zu sagen, ich habe mich ja vorbereitet. Der aktuelle Weltrekord, Single Segment Run, also alles am Stück gespielt, bei der Strecke sind 49 Sekunden und 20 Hundertstel. Das heißt, in ca. 8 Sekunden könntet ihr es schaffen. Man fährt immer 2 Runden übrigens bei Excitebike. Und Johannes hat die erste Runde auch schon geschafft? Okay, sehr gut. So, jetzt wäre der Weltrekordhalter durch gewesen. Das auch beim Single-Segment-Run, das heißt, deine Personal Best ist natürlich noch ein bisschen besser. Oh, der war gar nicht so schlecht, Johannes, da hättest du natürlich das Motorrad ein bisschen gerade halten können. Es geht um einen Punkt, denk dran, das kann alles entscheiden. Das kann am Ende vor allem entscheiden sein, ob man noch einen Unentschieden schafft oder nicht. Oh, jetzt werden sie nervös hier. Genau, nicht in den Dreck fahren, das macht der Johannes ganz gut. Und Johannes ist als erstes im Ziel. Herzlichen Glückwunsch, das gibt einen Punkt und er hat sogar die Bestzeit vom PC vorgegeben, geschlagen mit 1 Minute 13. Jakob auch nicht schlecht mit 1,19. Danke. Ja. Wow. Das heißt also, Team Olli führt mit 1-0 gegen Team Alex und wir werden nachher sehen, wie es weitergeht. Jetzt werden wir uns allerdings erstmal einem ganz futuristischen Speedrun-Spiel widmen. Es tut mir leid, Alex. Tut mir leid. Hallo. Nach der gerade relativ erschreckenden Schlappe für Team Alex darf Alex jetzt hier etwas Entspannung finden bei einem Spiel, das sich wie nennt? Distance. Entspannung übrigens nicht wirklich. Ja, vielleicht schauen wir einfach mal direkt rein, wobei es sich um Distance handelt. Also ich habe Distance selber noch nie gespielt, habe es jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Was ist das? Die Leute selbst nennen es ein Survival Racing Game. Was, ja, keine Ahnung, ist wohl Promoting so, um es ein bisschen als was Besonderes dastehen zu lassen. Es ist auch einfach Besonderes. Ich habe es mir gekauft, weil es ziemlich geil aussah. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der LXS-Spiele kauft, wie zum Beispiel Pit People. Habe ich mir auch nicht gekauft, aus der ersten Folge. aber Distance sah schon so gut aus für einen guten Preis und macht sich anscheinend auch so gut, dass es auch ein bisschen fertig wird und wird auch wieder geupdatet und so weiter. Können wir direkt mal reingucken.
und dann kann ich ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also Survival Racer klingt ja auf jeden Fall schon mal nach, also ich würde es erstmal negativ auffassen, weil ich das Gefühl hätte, da versucht jemand auf Gedeihen verderbt zwei Genres miteinander zu verbinden und möglichst edgy zu klingen, einfach nur um was Neues zu haben. Ja, mehr oder weniger ist es auch so. Das Ding ist aber, das Survival fällt ein bisschen flach. Es, wer zum Beispiel F-Zero kennt, so in die Richtung geht es, nur dass halt, wie man hier sieht, ein paar Hindernisse schon aufgetaucht sind und ich bin jetzt gerade im Sprint-Modus. Das ist eine von vier oder drei Modi, die gerade, ach du Scheiße, die gerade, mein Auto ist gerade ein halbe, in die Hälften gepackt. Das ist gerade der Sprint-Modus und da geht es einfach darum, möglichst schnell zu sein, wie zu passen zu der Sendung und man muss halt aufpassen, dass man links so gegenfliegt, weil das geht natürlich dann auch in die Zeit rein. Also dein Charakter ist sozusagen wirklich ein Auto und das kannst du dann vermutlich mal, ist ja auch irgendwie ein Survival-Spiel, also upgraden und verbessern und dann musst du durch diese Rennstrecken fahren. Nee, aufbessern gibt's nicht, leider nicht. Fände ich schön, habe ich auch tatsächlich erhofft, dass es sowas geht, aber leider ist so von wegen, man kann die Farben einstellen. Das ist der Punkt. Also ein bisschen customizen, aber ohne Gameplay-Effekte. Genau, wirklich was machen kann man nicht. Es ist mehr Skill, was hier passiert. Also liegt es dir nicht ganz so gut? Nicht gerade, ja genau. Der Punkt ist, man kann halt nicht nur racen, sondern auch fliegen. Man kann Backflips machen, Frontflips. Es gibt bestimmte Kombos, die man machen kann, Tricks und so, die werden dann angezeigt. Und ich glaube, das ist eher so das Spiel-Kernelement. Also man kann springen und dann gewisse Air-Control geben, zum Beispiel so, dann kann ich hier Barrel-Roll machen, springen und man kann gleichzeitig auch, wenn man gesprungen hat, anfangen zu fliegen und dann Air-Control zu machen und so weiter. Was ist der Sinn oder das Ziel des Spiels? Möglichst schnell ein Ziel zu kommen, jedenfalls in diesem Modus. Also es gibt verschiedene Modi und du bist immer auf einer Art von Rennstrecke, wo du aber auch mehrere Fahrmöglichkeiten hast. Also du musst nicht irgendwie linear die Strecke abfahren, sondern du kannst jetzt zum Beispiel da auch sagen, ich gehe jetzt eher nach links oder nach rechts. Genau, richtig. Die Speedrun-Profis, die es mittlerweile auch schon gibt, bei so einem Early Access-Spiel ist es auch echt was Besonderes. Die haben auch schon richtig viel rausgefunden über das Spiel. So von wegen, wo genau ist überhaupt das Ziel, wo ist Start und Ziel und wie komme ich am schnellsten hin, ohne die Strecke zu benutzen. Mhm. Und man muss auch Tricks machen, um quasi seine Sachen wieder aufzuladen. Man kann auch überheizen, wie bei Excite Bike. Ja. Und durch Tricks verdient man diese EV. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Ceiling Ride. Da bin ich jetzt hinteleportiert worden, ich bin gar nicht in die Decke gegangen. Und dadurch kann man dann auch länger fliegen und deswegen auch quasi ganz viele Streckenpunkte einfach überspringen. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall, wenn ich es jetzt zum ersten Mal mir so ansehe, doch noch etwas chaotisch, aber ich vermute mal, man kommt auch schneller rein. Ich habe auch nachgelesen, dass einer der Entwickler selber gesagt hat, dass das Spiel im Prinzip auch ein bisschen sowas wie ein Platformer ist. Ja. Muss ich jetzt auch irgendwie sagen, sieht doch echt so aus. Also du bist ja viel am Hüpfen, am Ausweichen, das scheint ja ganz normale Plattformer-Elemente zu haben. Genau, das ist halt das Survival-Part der ganzen Geschichte, dass halt überall diese Hindernisse sind und man einfach aufpassen muss, dass man nicht irgendwie zermürbt, zerhälftet oder was auch immer wird. Zerhälftet. Zerhälftet, ja, wie sagt man das denn? Zerteilt? Sehr gut. Okay, ja, genau das ist es, ja. Und am Ende kriegt man dann eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille oder was es immer noch gibt, Platin vielleicht, wenn man richtig geil ist. Und kann sich dann so durch zahlreiche Level fahren, fliegen. Jetzt vielleicht zum Abschluss des ersten Takes die generelle Frage. Bist du denn soweit mit dem Spiel zufrieden? So in dem Zustand, wo es jetzt ist? Du hast es jetzt im Early Access gekauft. Für wie viel? 15 Euro. Und hat es deine Erwartungen erfüllt oder wie sieht's aus? Es hat noch ein paar Macken. Die gehen vor allem in Richtung, wie sich das Spiel anfühlt. Ich habe das Spiel soll ja relativ schnell sein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es schnell ist. Ne? Es gibt ja immer bestimmte Möglichkeiten, dass ein bestimmtes Geschwindigkeitsgefühl zum Beispiel auftaucht. Das ist gar nicht da. Mich hat total irritiert, dass zum Beispiel gar kein Motorgeräusch zu hören ist. Du fährst einfach nur und man hört gar nichts. Und in den ganzen Trailern sah das so explosiv aus und heftig und ganz viele Leute fahren mit und so. Und jetzt ist eigentlich ein relativ, man ist relativ allein in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Ich habe auch ein bisschen, Tron-Atmosphäre so geschnuppert. Und da
Tron zeichnet sich ja irgendwie auch dadurch aus, dass da einer so alleine durch diese Sci-Fi-Welt da irgendwie fährt. Es ist keine Sci-Fi-Welt, aber so vom Look her und so hat mich das irgendwie daran erinnert. Ja, auf jeden Fall. Der Punkt ist, ich habe das Gefühl, das wurde anders geworben für dieses Spiel, als es jetzt im Endeffekt ist. Es war eher so ein bisschen... das nicht unbedingt, aber ich habe das Gefühl, das wurde eher als so ein Mario Kart geworben. So Mario Kart, dieses Blur vielleicht, kennst du es auch, oder sowas in der Art. Ja. Und am Ende wurde es dann eher so ein Trackmania. Und das ist, glaube ich, eher so mein Problem. Okay, über Alex weitere Probleme hören wir dann gleich noch. Jetzt geht's aber erstmal zurück in die Küche, denn Olli und ich setzen unseren wunderschönen Küchentalk fort. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Help-Bereich. Hi. Mein Name ist Patrick Papst und heute ist der Demo-Dienstag. So. Bei Giga Games. Was? Alle Gags untergebracht, die man sich noch so ausdenken kann. Jetzt schauen wir uns weiter Speedruns an. Zwar wollen wir uns jetzt so unsere favorisiertesten Runs aller Zeiten irgendwie angucken. Ich meine, Ryan Lockwood habt ihr im Video schon gesehen, dieser legendäre GoldenEye Streets 112 Speedrun. What a legend. I am a fucking legend. So, Punkt. Einfach großartig. Wenn ihr selber mal vielleicht auch Speedruns sucht, können wir euch übrigens noch empfehlen, geht einfach in den Speedrun-Subreddit unter speedrun.reddit.com, könnt ihr den aufrufen. Da wird eigentlich immer, wenn es einen wichtigen neuen Weltrekord gibt, alles gepostet. Und glaubt mir, es gibt jeden Tag neue Weltrekorde. Und dadurch findet man häufig auch obskure Spiele, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Und wenn ihr ein Spiel findet, zu dem es noch keinen Speedrun gibt, dann hält euch eigentlich nichts davon ab, Weltmeister zu werden. Einfach ausprobieren. Nur mal so als Tipp. Wenn man dann so einen Rekord hat, dann kann man auf speedrun.com gehen. Da findet man dann immer die allergeilsten Ergebnisse, Menschen, genau. In allen Kategorien, alles, was man sich so vorstellen kann. Olli, du hast ja gesagt, dass du selber auch mal Speedrun versucht hast. Welches Spiel denn? Also ich wollte natürlich den Klassiker Mario mal ausprobieren. Welcher Teil? Dieser super. Ich war das. War es eine sehr, sehr alte Konsole oder eine sehr alte? Es war dieser DS Lite, der neue Handheld. Also schon etwas länger her, 2-3 Jahre. Also New Super Mario Brothers, irgendein Teil davon. Ja. Einer davon. Hallo. Jojo, klar. Ja, wie erfolgreich warst du dabei? Nicht so erfolgreich. Also ich habe mal im Internet so nachgeguckt. Es gibt viele, also wirklich viele Leute, die dir helfen. Also das ist wirklich eine Community, wo du reingehst und die nehmen dich mit offenen Armen auf und sagen, ey, cool, dass du Interesse daran hast. Da ist das Forum, wo das erklärt wird und hier die Leute, die erklären dir das auch gerne. Ne? Hat alles Englisch, aber das ist natürlich klar. Ich habe es dann ausprobiert ein, zwei Mal. Es war einfach nicht mein Spiel zum Speedrun. Es haben halt viele Leute gemacht und man muss halt auch einfach die Zeit finden dafür. Es war halt. Du bist ein viel beschäftigter Mann. Du hast natürlich auch viele Schläge, die dich zurückhalten. Also du hast halt viele Fehler, die passieren. Ja. Und beim 20. Mal könnte auch so ein Trick nicht funktionieren, obwohl du alles richtig machst. Ne? Ja. Es gibt ja halt auch Frame Perfect. Beim 60 FPS-Ding ist das halt so eine 0,1 Sekunden-Sache, wo du dann richtig klicken musst. Und das dauert halt einfach Zeit und die hatte ich nicht so. Also es war bei mir eher frustrierend als cool. Aber ich kann natürlich die Leute nachvollziehen, die da Deswegen zum Einstieg vielleicht auch klüger, nicht ein Spiel zu wählen, wo wirklich die Fanbase so groß ist, dass alle es spielen, sondern was zu machen, wo man auch die Fortschritte noch ein bisschen schneller bekommt, als Spiele, die halt als Spiele, die schon unglaublich durcherprobt und durcherforscht sind. Ja. Was wir uns jetzt angucken, ich habe mal ein Video mitgebracht von einem Spiel, das dürfte doch wirklich fast jeder kennen, und zwar Ocarina of Time für den N64, einer der, wenn nicht sogar der beste Zelda-Teil, der jemals gemacht werden wird. Und was wir hier sehen, ist ein Speedrun von Awesome Games Done Quick 2013. Und den habe ich jetzt deswegen mitgebracht, weil der eigentlich dafür legendär ist, dass Cosmo, das ist der Spieler in der Mitte, der jetzt allerdings eine Sie ist und Narzissa heißt. Also wenn ihr Cosmo sucht, werdet ihr ihn nicht mehr finden. Und diese Person, die spielt eben hier Zelda und erklärt das einfach unglaublich gut. Und das Geile an dem Speedrun war wirklich, dass er es auch gut hinbekommen hat. Und bei Zelda ist jetzt so ein Beispiel, das ist eines dieser Spiele, die so unglaublich erforscht wurden, dass das Spiel an sich gar nicht mehr wirklich gespielt wird. Sondern das Ziel ist es, indem man das Spiel ein bisschen reinlegt, ein bisschen durchglitscht, schon nach dem allerersten Level sozusagen zum allerletzten Level zu springen. Dann kann man sozusagen als Child Link das ganze Spiel durchmachen. Und das ist natürlich einfach nur
Krass, hast du das Ganze damals auch gesehen? Ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Den Run jetzt selber nicht, aber wie man ja auch sehen kann jetzt im Video zum Beispiel, dass er eigentlich nur am Rückweg springen, ist es natürlich auch wieder eine Taktik, die wo man lange drüber nachgedacht hat, wie funktioniert, und dann testet man das auch. Und anscheinend ist rückwärts springen anscheinend schneller als normal geradeaus laufen oder rollen. Dann haben wir noch etwas dabei. Jetzt muss ich mal kurz hier rüberspringen. Und das ist was ganz Besonderes. Das hast du selber auch, glaube ich, also nicht selber gemacht, aber das hast du selber auch schon mal gesehen. Ups, ist auch wieder was von AGDQ. Genau. AGDQ, genau. Awesome Games Done Quick. Was passiert da, Olli? Also ganz bekanntes Spiel natürlich, Mike Tysons Punch-Out, legendär, würde ich mal sagen. Man kann es natürlich normal spielen, aber die Leute machen es anders und denken sich so, ich kenne das alles so gut und kenne die Sounds auswendig, deswegen bin ich mir einfach die Augen zu und spiele das blindfolded und das nicht mal alleine, sondern im Duell gegen einen anderen. Ja. Also eigentlich fast das gleiche, was wir hier machen, nur dass wir beim Spiel noch zugucken müssen. Ja, vom Niveau her vergleichbar. Also wer Punch-Out nicht kennt, das Spiel ist wirklich nicht leicht. Nee. Gerade in den letzten Leveln muss man echt ziemlich perfekt spielen, um das überhaupt zu schaffen. Und das ist einfach krank. Die schaffen es einfach, das Spiel ohne zu gucken, zu spielen. Und es ist ja auch kein kurzes Spiel. Also man sieht hier jetzt zum Beispiel einen Gegner bei dem rechten, der kommt mehrmals vor in verschiedenen Schwierigkeiten. Auch der linke, ich glaube, es gibt drei verschiedene Schwierigkeiten. Ja, genau, ja. Und dann kommt natürlich Mike Tyson am Schluss, der, glaube ich, am Anfang, wenn ich mir das, ich hatte mir das mal angeguckt, glaube ich, vier verschiedene Schläge, aber beim gleichen Count hat. Ja. Und das immer ein K.O. ist. Also wirklich, da, wenn du einmal getroffen wirst, bist du raus. Kannst natürlich wieder aufstehen, aber also eigentlich drei Schläge, dann bist du kaputt. Ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, man stellt sich ja mal die Frage, warum macht man das überhaupt? Man muss einfach diese Leidenschaft haben, dafür verrückt genug sein. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Also sich hinzusetzen und nicht nur das Spiel so schnell es geht durchzumachen, sondern auch noch das Ganze blind zu machen, ist einfach, eigentlich ist es krank. Aber es ist halt mega geil, dass Leute sich da so reinfressen können, das einfach machen. Ja, es sind vielleicht auch einfach die Leute, die sich dachten beim normalen Speedrun so, oh, ich bin noch gar nicht so gut wie die anderen. Ja. Jetzt einfach eine andere Kategorie machen, jetzt einfach Augen zu binden. Genau, wenn man in der anderen Kategorie nicht weiterkommt, erfindet man einfach was anderes und ist dann der Beste. Was wir jetzt hier nochmal sehen, das ist ein ganz legendärer Speedrun, den können wir euch sehr ans Herz legen. Mario 64, eins der beliebtesten Speedrun-Spiele überhaupt, auch nee, da verschiedene Kategorien. Und die Königsdisziplin überhaupt ist der 120-Star-Run, das heißt, man muss also alle 120 Sterne im ganzen Spiel sammeln. Und wer das als Kind gespielt hat, weiß, das dauert eigentlich ewig. Das ist wirklich ein Spiel, woran man lange sitzt. Und die spielen das ganze Spiel, also wirklich komplett durch, innerhalb von gut anderthalb Stunden. Und das ist jetzt ein besonderer Speedrun, weil Cheese, so heißt der Spieler hier, es zum allerersten Mal schafft, nachdem er wirklich 7 oder 8 Monate daran gearbeitet hat, das Spiel in unter einer Stunde 40 Minuten durchzubekommen. Und das sind immer so diese Ereignisse im Speedrun, wenn plötzlich so eine magische Zahl fällt. Also sowas wie die 1,40 bei Mario 64. Als es dann geschafft hat, haben es auch andere geschafft. Das muss oder immer die erst 1,12 passieren. Bei GoldenEye. Genau, oder die 1,12 Streets bei GoldenEye zum zweiten Mal. Fucking legend. Ganz genau. Ne, und wir sehen auch hier, das Spiel ist wirklich sowas von kaputt geglitscht. Also hier Mario durch diesen Ultraspeed beim Rückwärtsjumpen, den er aufbaut, weil er in der Wand feststeckt, kann er dann durch die Türen springen, obwohl er es eigentlich nicht dürfte. Mario 64 ist wirklich eins der erforschtesten Spiele aller Zeiten, würde ich mal behaupten. Ihr habt es ja auch im Video noch, glaube ich, gesehen mit Panekök, diesem Holländer, der da auch die A-Button-Challenge aufgebaut hat. Und was wir jetzt hier nochmal sehen, da gucken wir mal kurz rein. Das ist ein Speedrun von einem Spiel, das vielleicht auch noch viele da draußen kennen, Super Mario Bros. 3 für den NES. Das werden wir heute übrigens nicht spielen. Aber das Spiel, oder dieser Speedrun, der hat 2003, also vor knapp 14, 15 Jahren, Furore gemacht. Der ist nämlich durchs Internet gegangen. Und als die Leute das dann gesehen haben, haben sie gedacht, wow, das kann doch nicht sein, dass jemand das ganze Spiel in, was waren es jetzt, 11 Minuten und 3 Sekunden durchmacht. Aber es war so. Wie sich dann aber rausstellte, war das kein Mensch, der es sozusagen selbst gespielt hat, sondern ein Japaner namens Miyamoto, der das Ganze als TAS-Run sozusagen gemacht hat. TAS steht für Tool-Assisted Speedrun. Und da geht es darum, dass jemand sich hinsetzt und mithilfe eines Emulators oder sonst wie die genauen Controller-Eingaben vorfertigt. Also jeden Frame vorbestimmt, was der Computer für dich sozusagen drücken soll. Und auf diesem Wege versucht man dann den allerschnellstmöglichen Weg durch das Spiel zu erhalten, den ein Mensch gar nicht mehr schaffen kann, weil die Reaktionszeit einfach nicht vorhanden ist. Ne? Also ein Computer, dem kannst du sagen, bitte bei Frame 24 die A-Taste drücken. Das kann ein Mensch
Das geht einfach nicht. Manche Tricks kriegt nicht man... 10-mal hintereinander. Genau, manche Tricks gehen, aber das geht halt nicht. Deswegen sind TAS-Runs eigentlich immer schneller als die menschlichen Speedruns. Solange zumindest nicht jemand Neues dann den TAS-Run nachmacht. Und das war damals echt krass. Also falls jemand selber Emulatoren spielt, kann man meistens halt auch die Geschwindigkeit runterziehen auf 20% oder so. Genau. Aber die haben es halt so gemacht, dass man wirklich Frame per Frame... auch Eingaben machen kann. Also man kann zum Beispiel in 60 Frames auch 60 Eingaben. Die genau. Konsole schafft das meistens nicht, aber also als Mensch schafft man keine 60 Eingaben die Sekunde. Also nein, es ist einfach physikalisch unmöglich. Physikalisch genau. Unmöglich, genau. Und Der Computer kann es halt. Ja, also Tool-Assisted Speedrun heißt eigentlich wirklich jeden einzelnen Schritt im Spiel so lange zu testen, zu probieren, bis man die schnellsten Fortschritt bekommt. Der Speedrun von 2003, bei 11 Minuten 3 war der dann ja gelistet, der wurde auch unterboten. Also der aktuelle Stand ist von 2010, 10 Minuten 25. Also man hat es dann innerhalb von 7 Jahren geschafft, nochmal 40 Sekunden abzuknabbern von diesem legendären Tool-Assisted Speedrun. Und es ist einfach verrückt. Also das sind jetzt Leute, die spielen es sozusagen nicht nochmal selber, sondern setzen sich hin und versuchen das Spiel möglichst schnell durchspielen zu lassen automatisch. Ist verrückt, aber gehört genauso mit dazu. Und die beiden Szenen arbeiten auch eng miteinander zusammen. Ja. Weil viele Tricks, die bei TAS-Runs dann entdeckt werden, können dann am Ende doch noch in die normalen Speedruns irgendwie eingebunden werden. Ja, falls es menschlich noch möglich ist, genau. Genau. Zum Abschluss, weil wir jetzt schon etwas länger reden, vielleicht noch mal der Hinweis auf zwei geile YouTube-Channels. Das eine ist Summoning Salt. Das ist jemand, der seit einigen Monaten für einzelne Spiele den Weltrekordsfortschritt nachzeichnet. Also nochmal erklärt, was ist da passiert in den letzten Jahren. Das ist super spannend, um da auch ein bisschen reinzukommen. Vor allem, weil er auch viele Mechaniken erklärt. Und er zeigt auch immer die Meilensteine, die erreicht werden, wo zum Beispiel von einer Stunde 30 auf einmal eine Stunde 10 oder so durch einen Trick runtergerechnet wurde. Ganz genau. Und zum Zweiten noch die Speed Demos Archives. Da findet ihr noch ganz viele Speedruns einfach direkt auf YouTube nochmal hochgeladen. Ist nochmal ein bisschen praktischer als bei Twitch. Da ist immer die Suche ein bisschen blöd. Und natürlich AGDQ und SGDQ einfach googeln oder auf YouTube nachgucken. Da sind die Events, glaube ich, in voller Länge meistens hochgeladen. Ganz genau. Und ansonsten nächstes Jahr im Januar wieder dabei sein und fleißig spenden, wahrscheinlich wieder für die Krebshilfe und sich dann 24-Stunden-Marathon reinziehen, wie Leute für 5 Tage sogar sich wie Leute coole Spiele schnell durchspielen. Olli, vielen, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt gehen wir aber zurück ins Spielzimmer und schauen mal nach, wie es bei Distance aussieht. Oh, ihr seid auch schon da. Hallo. Wir sind zurück in unserer Review-Ecke. Wir haben den Platz gewechselt, denn wir brauchen jetzt Maus und Tastatur. Alex, wieso brauchen wir denn jetzt Maus und Tastatur? Es werden großartige Dinge passieren in diesem Take. Wie gesagt, es war ein bisschen wie für Mario Kart geplant. Das Spiel ist jetzt seit 5 Jahren in Entwicklung, immer noch in Early Access. Das macht mir ein bisschen Bauchkrummeln. Aber es ist jetzt ein bisschen mehr Trackmania. Also, ein bisschen mehr Trackmania. Und deswegen zeigen wir euch jetzt, liebe Zuschauer, liebe Endivisions-Zuschauer, euch diesen Level-Editor. Das Spiel wurde mit Unity gemacht, mit einer Open-Source-Game-Engine, die auch sehr gut funktioniert. Ich habe damit auch mal selber gearbeitet. Und das hier ist quasi Unity in Unity. Das ist Unitception, kann man so sagen. Weil das ist wirklich unfassbar, wie dieser Level-Editor aussieht und was er genau macht. Man ist ja normalerweise so Super Mario Maker und sowas gewohnt ein bisschen. So dieses ganz, wie sagt man? Krass bei Excitebike auch. Ja, und ganz casual. Mit 19 Teilen. Wahnsinn, ja. Und das hier ist wirklich unfassbar. Man hat hier viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, natürlich nicht. Aber man kann hier wirklich unfassbar viel machen. Man hat ganz viele, die ganzen Obstacles, die man hier reinpacken kann und verschieben kann. X-Achse, Center Points, Display, Outline, Thickness, alles dabei. Alles, was man als schöner Level-Editor-Mensch braucht, ist hier zu finden. Und das ist unfassbar groß. Das sieht man auch jetzt schon. Mich erinnert das Ganze wirklich an Operation Flashpoint. Das ist damals auch mit so einem riesengroßen Editor gekommen. Da gab es damals in einem komischen Max-Bereich, glaube ich, da haben die auch mal sich damit auseinandergesetzt, Simon, und hat damals auch versucht, so ein eigenes Level zu bauen. Ist aber prinzipiell natürlich cool, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, ihren eigenen Kram zu bauen in so einem Spiel. Ist für die meisten Entwickler ja auch ganz praktisch, so Stichwort Skyrim, wenn aus der Community so viel Content kommt, dass das Spiel nie tot ist. Richtig, genau. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, ich nehme mal wieder den Controller. Multiplayer, online, ist gerade kein Server. Wir hatten gerade noch einen gehabt. Ich hatte heute nachmittags 2 gehabt.
Jetzt ist gerade keiner mehr da, das ist schade. Online wird das Spiel anscheinend nicht gespielt, auch wenn das jetzt so, wie gesagt, geworben war, um Spiel mit deinen ganzen Freunden. Natürlich kannst du mit deinen Freunden spielen, aber du willst auch ein bisschen die Chance haben, mit irgendwelchen Leuten zu spielen. Ja. Einfach mal. Aber das gibt das Spiel nicht wirklich. Aber auf der anderen Seite sieht man hier oben schon Workshop-Highlight. Es sind gerade 2235 tatsächlich auch gut bewertete und abgesegnete Strecken online, die man sich alle runterladen kann und alle auch spielen kann. Okay. Also man kann also wirklich das Spiel dadurch nochmal ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, indem man den Workshop-Content einfach runterlädt und das dann weiterverwendet. Das Spiel selber ist ja, hast du gerade schon gesagt, vor 5 Jahren gefundet worden. Also es gab eine Kickstarter-Kampagne, über $150,000 wurden eingenommen. Jetzt haben wir 2017. Wird das Spiel irgendwann fertig? Ich weiß es nicht. Es sah sehr gut aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da jetzt schon ausruhen. Weil das Spiel läuft in einer gewissen Weise. Aber es könnte noch so viel besser sein. Es ist noch an vielen, vielen Stellen, muss man noch ein bisschen was machen. Wir können ja mal eben reingucken. Wenn wir jetzt auf der Karte gehen. Wie gesagt, das sind jetzt die Modi hier. Sprint. Das sind die offiziellen Level. So viele gibt es. Und hier sind die Community-Level, die ich schon runtergeladen habe. Im Workshop kann man, also im Steam-Workshop kann man sich dann ganz viel runterladen. Man kann auch hier oben schon sehen, was so da ist. Vielleicht fällt dir gerade irgendwas ein, was hier cool ist. First Void, Faulty Wiring, Sektor 730. Ich finde Tron 123 richtig geil. 123, großartig. Und dann sehen wir hier 4 Sterne, 251 Ratings, kein Kommentar, aber gut, subscriben wir mal. Wenn wir das Spiel neu starten, dann kann man das auch spielen. Wir können jetzt mal hier auch mal gucken. Oh, guck an. Ja. Tron 123. Dann gehen wir jetzt mal Arcade, Sprint und da haben wir's. Wollen wir mal sehen, was das sich überlegt hat, ne? Wir warpen jetzt in Tron 1, 2, 3 hinein. Genau. Großartig. Und das ist das Problem. Es ist ein Survival-Rennspiel, aber wo ist der Survival-Aspekt? Nee, der Punkt ist, ich glaube, Survival ist eher gemeint, dass ich hier jetzt versuche, diese komischen Pfeiler da auszuweichen, aber das ist ja mehr als einfach. Kann man denn, also gibt es noch externe Faktoren außerhalb der Strecke oder Streckenelemente, die einen gefährlich werden können, zum Beispiel andere Spieler? Nö, Spieler sind Geister. Da steckt wirklich viel No Man's Sky in diesem Spiel, oder? Ein bisschen, aber ich finde, das Spiel hat irgendwas. Sieht ja voll aus wie Tron. Spielt ihr Tron? Das ist quasi Tron, ja. Wenn wir jetzt mal gucken hier in die Official Levels, nehmen wir mal Negative Space, Leaderboards und jetzt gucken wir mal, was der erste Mensch da gemacht hat, der das jetzt gemacht hat. Gucken wir mal an. Also man kann sich jetzt wie bei Mario Kart die Ghost-Dateien runterladen und angucken, wie er es gemacht hat. 36 Sekunden war seine Zeit oder so. Okay, und er, wie du es gesagt hast, geht neben die Strecke und sie haben jetzt gefunden, wo sind die Checkpoints, um Level, also um die Rundenzeiten zu messen oder was auch immer. Ja, man muss sogar nur zum Ende gehen. Okay. Man muss überleben, bis zum Ende irgendwie kommen. Es gibt einen Startpunkt, einen Endpunkt und so löst er das jetzt. Natürlich, er überwitzt, aber er macht diese Barrel Rolls immer wieder. Das ist auch wieder so ein Speedrun-Trick, mehr oder weniger. Um halt sich wieder aufzuladen und dann möglichst einen gewissen Grad, wie bei Mark Russo 112, genau ins Ziel zu kommen. Ich habe dafür 2 Minuten, 2,50, er hat dafür 30 Sekunden gebraucht und er ist der Beste. Tja, so schnell kann das gehen. Wir sind jetzt schon am Ende dieses Takes angekommen, Alex. Danke, dass du uns den Workshop mal gezeigt hast. Was wir gleich machen werden, wir schauen uns im dritten Take mal an, wie das Ganze im Multiplayer auch lokal aussehen kann. Denn wenn ein Spiel mal lokalen Multiplayer anbietet, dann sollte man es auch mal testen. Übrigens jetzt ja auch frisch bei Rocket League LAN-Support dabei. Habe ich gelesen. Wahnsinn, ja. Toll, oder? In welchen Zeiten wir leben. da braucht man Freunde, egal. Das war's. Wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle mit einem weiteren Klassiker der Speedrun-Geschichte. Mal gucken, wie sich Alex und Olli selber schlagen werden. Hallo meine Lieben, wir sind zurück. Zweite Runde Versus und jetzt müssen wir schnell machen. Wir sind hier in der Speedrun-Ausgabe. Alex gegen Olli. Olli, dein Team führt mit 1-0, weil Johannes gute Arbeit geleistet hat. Jetzt geht es aber um 2 Punkte. Und welches Spiel spielen wir? Ihr seht es schon im Hintergrund. Super Mario Land für den Game Boy. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Jahr es erschienen ist, diese Info. Werde ich gleich recherchieren.
Während ihr nachguckt, nicht 87, das weiß ich. Ich glaube, es ist 89, aber wir gucken mal. Ich drehe mich jetzt langsam um. Ja, es ist 89, ja. Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Mal gucken, ob Nintendo recht hat. Ja, 1989, tatsächlich. Wow. Ja. In ihrem eigenen Spiel das Jahr richtig aufgeschrieben. Respekt dafür. So, ihr drückt jetzt bitte beide schon mal auf Start. Wir zählen runter. Bei 3, 2, 1 geht's los. Eure Aufgabe ist es, das erste Level einfach durchzumachen. Ja, okay, bis zu den Türen. Controls, das ist dein Ernst? Mit D-Pad und AB, genau, ja. Wo spreche ich mit? Tech-Demo. So, Leute, Konzentration, es geht los. In 3, 2, 1. So, das erste Level, ich habe auch mal wieder recherchiert. Im Moment liegt der Weltrekord aus dem Single-Segment-Run aus dem ersten Level bei 35 Sekunden. Also es sind noch 364 Sekunden auf der Uhr am Ende bei diesem Weltrekordlauf. Schauen wir doch mal, wie erfolgreich die beiden jetzt sind. Der Weltrekordhalter übrigens aus England. Ist auch ungewöhnlich. Normalerweise sind es immer US-Amerikaner oder Japaner. Olli ist schon mal direkt wieder gestorben. Und dadurch hat Alex jetzt schon einen grandiosen Vorsprung. Alex macht es jetzt auch ein bisschen auf Nummer... Oh, auf Nummer sicher und an der gleichen Stelle. Unglaublich. Nein! Ich glaube nicht. Jetzt sind sie wirklich fast gleich auf. Jetzt springen sie sogar synchron. Oh Gott, das wird nochmal richtig spannend. Mario Land übrigens dadurch natürlich immer noch einzigartig, weil es das einzige Spiel ist, das diesen komischen Grafikpart hat. Jetzt noch ins Zielrennen und Olli hat gewonnen. Er steht 13-0 für den singenden Olli. Und im letzten Take hat Alex noch die Chance auszugleichen. Wenn nicht, dann hat Olli mit 6-0 gewonnen. Meine Güte. Bis gleich. Willkommen zurück zum allerletzten Take mit Distance. Ich wollte schon Destiny sagen, aber es ist das andere D-Spiel. Was machen wir jetzt, Alex? Splitscreen, ja, cool, dass sowas noch geht heutzutage. Finde ich echt geil. Es gibt so wenige Spiele, die Splitscreen können und jetzt müssen wir es mal austesten, oder? Sehr gerne. Aber auf einer Workshop-Map, welche fällt dir denn? Night Drive vielleicht oder vielleicht doch lieber The First Void? Was fällt dir denn so ein? Such dir eins aus, es ist mir ehrlich gesagt ganz egal. Ich finde Night Drive klingt schön. Das nehmen wir nochmal. Oh, jetzt muss ich eben rüber. So ist das, wenn man live sendet. Alex muss die Map eben noch runterladen, indem er sich subscribed. So ist das bei Steam, bei allen Workshop-Titeln. Da steht immer Subscription, das ist ein bisschen strange. So, Vorteil, ne, ist, geht schnell. Dann können wir jetzt mal losgehen. Bitte. Oh, ich habe kein Profile, deswegen müssen wir beide mit Zauber-Eistee spielen. Das stimmt, aber ich bin Zweiter? Ja, anscheinend. Oh, du musst dich createn. Ah, okay, dann bist du halt ich und ich bin Player 2. Okay, machen wir so. Wunderbar. Olli, das ist so nett von dir. Also, Zauber-Eistee, Player 2. Großartige Namenwahl. Wir nehmen Sprint und da haben wir uns ausgesucht. Night Drive. Von Seamus Young. Jetzt zu die Getting Camera Split. Du bist es gewohnt. Vertikal, horizontal? Vertikal, bitte. Vertikal? Ja. Also ich finde auch vertikal besser. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann bin ich wahrscheinlich rechts. Alex hat mir die Steuerung gerade erklärt. Ich gebe mein Bestes. Also auf A muss, wenn du A drückst, muss boosten. Ja, sehr gerecht übrigens gerade, weil Jan nicht wusste, wie Boost funktioniert. Ja, nee, ich war aber selber schuld, aber ist ja kein Problem. Ich werde Alex schon noch kassieren. Jetzt mache ich nämlich zum Beispiel gerade einen Wallride. Ich weiß nicht mal warum. Oh, man kann ja explodieren. Wenn man, Überhitzt, ja. Ah, ich habe überhitzt. Okay, das ah, okay, alles klar. Nee, gar nicht. Du bist gegen die Wand gefahren. Einfach voll also geradeaus durch. Also, ah, okay. Das war wahrscheinlich, sollte man nicht gegen die Wand fahren. Ich versuche das, versuche es mir zu merken. Wow, hast du das gesehen? Nice! Er hat einen dicken Backflip gemacht. Machen wir noch einen. Double Backflip. Und ich habe einen New Trick discovered. Was auch immer das war. Wahrscheinlich Backflip und wieder zurück oder so. Ja, jetzt Double Backflip, Dream Hands, irgendwas. Also ich kann ja mal sagen, ich weiß, was du meinst. Okay, jetzt vibriere ich auch mal. Warum bin ich gestorben? Ach, ich bin nur Hitster. Ich weiß, was du meinst. Also erstmal ist es schwierig zu erkennen, wo man langfahren muss. Das liegt aber irgendwie auch jetzt an unserem Setting hier mit den starken Lichtern. Der Night Drive halt, ne? Genau. Aber prinzipiell, es vibriert halt nur, wenn ich echt jetzt ein bisschen zu heiß werde. Aber ich habe nicht mal Feedback irgendwie über Vibration oder sowas. Es gibt einfach
Du siehst halt hinten die Leiste, die gelb wird. Hinten an deinem Auto. Ja, das ist ein visuelles Feedback, aber ich meine jetzt von so einem Rennspiel, du hörst halt nichts von deinem Auto. Eben. Aber sieht halt cool aus, aber irgendwie fehlt da was, finde ich. Die Details fehlen so ein bisschen. Richtig? Absolut richtig, ja. Ich versuche mich. Wie du es ja auch gerade gesagt hast, ich versuche mich. Falsch hier, in die falsche ich weiß, Richtung. Ich sehe es, aber ich hab's. Das war jetzt dieser Moment, ich habe gleichzeitig gesprochen und mal gucken, ob ich mich jetzt so wieder auf die Strecke zurückholen kann. Jetzt nochmal. Sehr gut, mach die Flügel. Nochmal X. Flügel. X. Nee, fliegen? Quadrat. Doch, X. Es ist X, ja. Ah, ich habe 6 Backflips gemacht. Aber nicht gelandet. Nein. Das ist wahrscheinlich wie bei Tony Hawk dann, dass das einfach nicht fliegen. Du kannst auch grinden. Weil ich grinde jetzt mal. Du hast einfach auf dem Boden und dann. Ah! Nee, okay, hat nicht geklappt. Man kann auch irgendwie grinden. Das ist das Problem. Man kann so viele Tricks machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Einzige, was du machen kannst, ist flippen. Ja, es ist. Es fühlt sich echt komisch an. Wirklich alles. Fuck, ich habe mich schon wieder umgedreht. Aber ich habe einen geilen. Wie bei Rocket League. Mich gedreht im Fahren, mit Middle Jump, Turn, Return One, was auch immer. Also ich muss echt sagen, ne, es ist irgendwie voll langweilig. Ja. Merkst du diese Survival-Geschichte? Ja. Es ist nicht Survival, es ist einfach alles andere als Survival. Das ist, gut, es kann jetzt daran liegen, dass der Mensch da keine Obstacles reingebaut hat, aber warum hat er es nicht gemacht? Ja. Man muss einfach nur fahren hier. Und wann ist das vorbei? Jetzt. Du hast gewonnen, sehr schön, das freut mich. Ich habe jetzt 60 Sekunden, um ins Ziel zu kommen. Und gebe jetzt mal mein Bestes. Also ich kann schon mal sagen, während Jan das hier erledigt. Mein Tipp wäre es, irgendwie auch für Workshop-Leute, für Leute, die das im Level-Editor machen, eine bestimmte Anzahl an Survival-Elementen. Man kann ja auch so Sägen einbauen, Laser, die einen verfolgen und so weiter. Das ist alles da. Das ist auch im Adventure-Modus ein bisschen mehr. Zwar nicht extrem viel, aber ein bisschen mehr da. Sowas ist zum Beispiel echt pottlangweilig, wenn man einfach nur die ganze Zeit fährt und fährt und fährt und nichts passiert und muss einfach nur Kurven fahren. Und da musst du dann auch für Workshop-Leute irgendwie eine bestimmte Anzahl geben von Obstacles, die dann notwendig sind, um das überhaupt zu publizieren. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, Hast mir auch zugehört. Ich habe dir tatsächlich zugehört. Ich habe gleichzeitig versucht, beim Spiel was zu machen. Wahrscheinlich muss man es einfach echt ein bisschen besser kennen können. Guck mal, er hat beschrieben, casual level, just a quick drive around a glowing neon city. Vielleicht war das auch so, vielleicht ist das vielleicht zu langweilig. Das kann auch sein. Also, wenn ihr spielt, dann sucht euch Level raus, in dem man auch was machen kann. Ich habe dich jetzt gerade blockiert, Alex, tut mir leid. Ich glaube, du kannst nicht dann Pausenmodus beenden. Wir beenden jetzt aber das Take. Danke, dass du uns Distance mal näher gebracht hast. Nicht nur für Speedrun-Enthusiasten vielleicht ein interessantes Nebenbei-Projekt. Ich würde aber vielleicht echt warten, bis es irgendwann mal komplett raus ist, ehrlich gesagt. Also 15 Euro wäre mir das jetzt nicht wert. Nee, mir auch nicht. Und zu spät. Ja, zu spät. Und ich glaube, es wird in Richtung gehen, dass es wirklich ein Spiel nur für Speedrun-Enthusiasten ist, weil das darauf läuft es dann aus. Gut, dann werden wir uns jetzt gleich auch nochmal enthusiastisch in die dritte Runde Versus stürzen, um zu gucken, ob Alex den Ausgleich erzielen kann oder ob Olli mit einem 6:0 nach Hause geht. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im letzten Take des Tages angekommen und Olli hat jetzt die Chance, Alex als Fraud zu detekten und ein 6:0 hinzulegen. Ob ihm das gelingt, sehen wir jetzt. Wenn Alex gewinnen sollte, kriegt er 3 Punkte für das Spiel und dann steht es, ihr habt es alle schon erraten, 3:3 insgesamt und dann haben wir eine ganz besondere Challenge für die beiden vorbereitet. Was spielen wir jetzt für den SNES? Battletoads Double Dragon. Ein Spiel, das Rare damals gemacht hat, haben sich dann die Rechte geholt für Double Dragon und dann einfach die beiden Double Dragon-Leute eingebaut und das war's. Also die Movements, das ist alles über Battletoads. Es ist eigentlich Battletoads. Ja, ihr beiden spielt bitte mit Billy. Weltrekord wurde nämlich auch damit gemacht. Es gibt nur einen Weltrekordhalter im Moment. Der heißt Co1FDS aus den USA, hat's auf dem NES auch gespielt, nicht auf dem SNES und hat Level 1-1 in seinem Weltrekord-Run in 1 Minute 22 geschafft. Ihr werdet dafür, denke ich, 3-4 Minuten brauchen. Er ist eine Legende. Eine echte Legende, der, ja. So, das ist jetzt der SNES-Teil, der kam ein paar Monate später nach dem NES-Teil raus. Ihr drückt jetzt bitte beide einmal auf Start bei Billy. Und ja, jetzt könnt ihr auch nochmal Start drücken. Einfach als wegdrücken. Ja, Alex, Spiel ist ein bisschen früher gestartet, aber da müssen wir jetzt mit leben. Wir können es dann nachher, falls es jetzt
ein Foto-Finish gibt, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So, genau, also das Spiel funktioniert so, es ist ein Side-Scroll-Beat'em-up. Ihr müsst erst alle Gegner platt machen und sobald sie alle tot sind, könnt ihr weiter nach rechts laufen. Ja, ich habe gerade ein Problem gehabt, weil das Mapping wieder falsch war. Ich garantiere, dass das Mapping nicht falsch, aber ist ja egal. Also, oder? Oh ne, das Mapping ist falsch. Sorry, ich bin Fraud. Fraud Detective. Häng ich fest, keine Ahnung. Du schaffst das schon. Also, ich habe das gestern mal einmal Test gespielt und habe sofort geschafft. Ja, easy. Ist das ein Spiel? Nein. Aber es ist jetzt wirklich, man kann dann wirklich nicht sterben. Ihr habt ja oben diese Herzen, diese drei Leben und links oben nochmal die Leiste. Also das ist eure eigentliche Gesundheitsleiste und ihr müsst alle Herzen und alle Leisten wegbekommen. Das kriegt ihr nicht hin. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Okay. Ja, unser Ziel ist es, Welt 1-1 zu schaffen. Das ist jetzt kein fester Abschnitt, aber sobald ihr den nächsten Abschnitt betretet, erscheint auf dem Bildschirm dann die Meldung Welt 1-2. Daran erkennen wir dann, wie weit ihr seid. Ja, das sind diese Roboterviecher, die fliegen in der Luft rum. Jetzt sind sie auch bei dir da. Und du kriegst sie ja auch so langsam aber sicher kaputt. Ja, wie fühlt sich das denn an, Olli? Hast du schon mal so ein Spiel in dieser Art gespielt? Nee, also ich kenne die natürlich, aber es ist schon was anderes. Erst recht, weil wenn man hier Schaden bekommt, dann liegt man so krass lang auf dem Boden. Das ist schon echt, also man muss echt aufpassen, dass man nicht getroffen wird, weil das so viel Zeit kostet. Ich glaube, die Speedrunner, die werden gar nicht getroffen, richtig? Richtig. Die wissen nämlich auch vorher, wo die Gegner kommen, springen vorher in die Luft und ballern sie dann weg. Ja, ja, prinzipiell, ich meine, Battletoads und so hat ja auch den Ruf, ein ultra schweres Spiel zu sein, aber ich meine, hier diesen ersten Abschnitt, denke ich, kriegt ihr auf jeden Fall noch gebacken. Und dann müssen wir mal weiterschauen, ne? Übrigens ist es jetzt von den beiden so auserwählt worden, dass sie jetzt spielen. Natürlich hätten auch Johannes und Jakob noch eine Chance haben können, aber Alex und Olli haben nur sich selbst vertraut, um hier das Ruder nochmal für sich rumzureißen. Das geht jetzt eigentlich nur für Alex. Olli hat ja bislang alles richtig gemacht, muss man sagen, mit seiner Auswahl. Ja, und Alex ist, glaube ich, aber wirklich ein bisschen gerade nach vorne. Ja, tatsächlich. Jetzt kommt nämlich bei ihm schon die Hand. Da muss er jetzt aufpassen. Warum? Weil die, du siehst, die ist sehr stark. Und wie kann ich sie töten? Das verrate ich dir nicht. Das ist aber, ja, mit dieser Punch-Attacke. Jetzt sind seine Finger nämlich geschwollen. Oh, den hast du daneben gehauen. Gleich einen Startpunkt jetzt gerade, oder? Ja, ihr seid beim gleichen Gegner. Alex hat ihn aber schon einmal mehr getroffen als du. Das sieht nicht so gut aus. Ja, genau, nach dreimal ist er kaputt, ist er tot. Und Alex dürfte jetzt schon ganz kurz vom Ziel sein, muss man sagen. Also sehr viel mehr ist er nicht hinter. Oh, das ist nochmal die Chance für alle jetzt, für Olli, jetzt noch was zu erreichen. Aber Level 1, 2, Alex hat's geschafft. Alex ist etwas vor Olli angekommen und das führt uns zu der wunderbaren Situation, dass es 3-3 steht. Olli, du darfst das Pad nun hinlegen, es tut mir sehr leid. Ja, was machen wir jetzt? Alex, wir haben gewonnen. Nee, noch nicht. Es steht 3-3. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Wir müssen eine Runde Hugo 2 spielen. Olli, da du 2 Spiele gewonnen hast und Alex nur 1, darfst du dich jetzt für eine Seite entscheiden. Nimmst du die Hugo-Seite oder nimmst du die blanke Rückseite? Ja, das können wir uns kurz besprechen? Ja, bitte. Ich finde Hugo 2 ist ein großartiges Spiel. Ich finde, also die Möglichkeiten, ne? Man hat ja 2 Möglichkeiten, das ist schon mal mehr als andere Spiele. Ja, man hat sogar mehr Möglichkeiten, um sich hier. Man kann immer neu starten, muss ja jedes Spiel immer durchmachen. Ich kann ja auch Kante nehmen, ne? Ja, wir haben uns entschieden. Okay, was sagt ihr? Wir nehmen die Oberseite, weil die anders geformt ist und dadurch leichter und deswegen die schwere fällt ja nach unten. Ja. Okay, Alex, damit bleibt dir jetzt die Rückseite. Du hast aber gerade noch Kante gesagt. Wenn es zu Kante käme, wäre es aber ein Unentschieden, dann seid ihr beide Sieger. Okay, dann Rückseite für mich. Weil wir hier nicht bei Mareike Amado sind. Nee, wir sind bei Mareike Amado. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. So, ich gehe jetzt mal hier, vollkommen ungeplant. Jakob, das ist jetzt deine Aufgabe. Also, ich lasse es jetzt hier, ich halte es so hoch und lasse es dann droppen, ja? Moment. Oder? Nee, ich werf's wirklich so hoch. Moment. Oh, meine Güte. Nein, musst du ja seitlich hochwerfen und dann, so und dann. Okay, ja, okay. Ja. Ich bin richtig nervös. Das ist einer der spannendsten Momente, die jemals in der Remastered Home Session und ich behaupte auch bei Enervision zu sehen waren. Falls ich kurz noch mal zwischengreifen kann,
falls die, also Alex jetzt ernsthaft gewinnt, wenn so war's, ne? Das ist ziemlich unfair. Falls wir gewinnen, habe ich nichts gesagt. Okay. Übrigens, Köln-Liverpool damals, also gab es noch kein Elfmeterschießen, da hat auch ein Münzwurf am Ende entschieden, nachdem beide Spiele unentschieden endeten. Ist es da nicht besser? Hugo zu werfen anstatt einer Münze? Ja. Es geht los. Wir sind soweit. Und. Stopp. Ich kann nicht. Okay. In 3, 2, 1. Oh mein Gott, Team Olli. Ja, doch, klar. Der Beweis, es war wirklich die Vorderseite. Damit hat Team Olli gewonnen. Das ist aber auch fair. Ihr habt am Ende zwei Spiele gemacht. Ihr habt zwei Spiele gewonnen. Alex nur eins, Team Alex. Ganz genau. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Remastered Home Session. Dann wahrscheinlich bei Alexander zu Hause. Werden wir dann sehen. Oder bei Jakob vielleicht mal, wenn er Bock hat. Okay. Oder bei Johannes. Wir werden sehen. Macht's gut. Viele Grüße an all unsere Fans.